Achtung, die in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keinerlei Haftung. Das heißt, wir sind hier eigentlich gerade auf einem ehemaligen Tatort. Ist das Strömkopf? Okay, ich fass an. Polizei, Land Brandenburg, das Siegel wurde gebrochen. Soweit wie ich weiß, soll da wohl der Ehemann seine Frau umgebracht haben. Es riecht hier so nach Tod und Leiche. Alter, was ist das unheimlich ekelhaft hier. Hier steckt ein Schraubenzieher so, dass man da durchgucken kann. Hier ist eine Tür mit einem Kabel zugemacht. Hallo? Ist hier noch jemand? Oh Gott, ich hab so Gänsehaut. Ich kann gar nicht hingucken. Hallo? Ja, hier lebt jemand. Wir sind hier nur durch Zufall vorbeigefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann findet man hier einfach sowas vor. Moin, moin Leute, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Und gemeinsam mit dem Heiko bin ich heute wieder unterwegs. Eigentlich einfach nur diese Straße entlang. Und dann sind wir gerade an einem Haus vorbeigefahren, welches so ein bisschen verlassen aussieht. Und wo wir jetzt einfach mal hingehen müssen. Eigentlich wollte Heiko nur pinkeln. Und wie immer. Ja, wie immer. Alle Autos gucken, weil ich jetzt eine Kamera in der Hand halte. Und es natürlich, Servus, grüßt euch ganz herzlich. Komisch aussieht. Nee, ganz ehrlich Leute, das Ganze sieht von außen extrem verlassen aus. Und das werden wir jetzt einfach mal prüfen. Ehrlich gesagt, sind wir hier beide so leicht aufgeregt, weil das von außen echt komisch aussah. Da steht auch noch irgendwie ein Auto auf dem Grundstück. Keine Ahnung, was daraus wird. Inzwischen laufen wir hier an so einem Wald entlang. Auf der anderen Seite ist nur offenes Feld. Hier ist wirklich nichts daneben, außer diese echt viel befahrene Straße. Mini versucht gerade mal so ein bisschen was herauszufinden, indem wir den Ort hier einfach mal googeln und gleichzeitig gucken, was hier vielleicht passiert sein könnte, warum das Ganze verlassen ist. Es sah halt so fluchtartig verlassen aus von außen irgendwie. Und wie immer an so einem Ort nur E-Netz. Ganz toll. Wir schlagen uns jetzt hier durchs Geäst. Heute ist mal ausnahmsweise richtig schönes Wetter. Tagelang, wenn nicht gar wochenlang, nur Regen. Jeden Tag Regen. Was ich persönlich ja sehr schön finde. Aber es ist dann auch mal nicht schlecht, wenn mal ein Tag wieder Ruhe ist davon. Oh, hier sind irgendwelche Sandalen auf dem Boden. Überall ist irgendwas Komisches hier verteilt, richtig merkwürdig. Und da vorne, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da ist jetzt auch schon ein Zaun. Das ist alles irgendwie nochmal so zusätzlich abgedichtet. Man hört die Autos da hinten so extrem laut. Und da scheint das Grundstück zu sein. Schön groß und irgendwie auch so zweigeteilt. Alter, wenn man noch nie von diesem Grundstück vorher gehört hat und das so zufällig findet, ist es nochmal wesentlich unheimlicher, als wenn man schon vorher zig Bilder dazu gesehen hat, wie es ja ganz oft der Fall ist und man sich ziemlich genau, ja, weiß, worauf man sich einstellt. Knochen liegen hier anscheinend auch rum. Guck mal, das scheint ein richtiges Gelenk zu sein hier. Zwei Teile, die witzigerweise direkt ineinander passen. Oh, Leute, vorne steht was von Hund. Siehst du mich ohne Leine, brauchst du Glück und lange Beine. Ist da Strom drauf? Hier, ne? Alter, okay, ich fass an. Ich trau mich nicht. Oh, Mann! Hast du dich wirklich erschreckt? Nee, Leute, kein Strom drauf. Alter, ich habe gerade ohne Witz kurz im Augenwinkel gedacht, da steht jemand, ne? Ja. Und wisst ihr auch warum? Einfach nur diese Silhouette hier hat mich gerade dazu animiert zu denken, das ist ehrlich krank, warum hängt das hier? Man braucht doch hier keine Vogelscheuche. Hier sind überall irgendwelche Ställe. Das ist ein Hundestall, ne? Ey, es ist so dermaßen unheimlich hier. Keine Ahnung warum, speziell hier. Hier ist noch ein Hundekäfig. Und da vorne, das Haus, wo vor der Eingangstür so ein komischer Vorhang hängt. Ein Fenster scheint offen zu sein und hier sind noch mehr Ställe. Das ist wie auf so einem amerikanischen Horrorfilm-Hof irgendwie. Texas Chainsaw Massacre. Ja. Man hat so viel Platz. Hier die Ställe, da vorne das Haupthaus und hier sogar nochmal ein großer Stall. Eigentlich ganz cool. Boah, ist das zugemüllt hier. Okay, das war ganz klar mal ein Stall hier. Hier ist alles durcheinander geworfen. Das können natürlich alles Eimer gewesen sein für Pferde.
beziehungsweise Hundefutter oder Tierfutter allgemein. Ja, das sind alles so provisorische Ställe. Guck mal, hier geht's hoch. Ich gehe da, glaube ich, mal gucken, oder? Ich muss ja immer überall hochklettern. Ich habe immer richtig Schiss, wenn man nicht weiß, was einem da drüber erwartet. Es ist einfach alles richtig unheimlich. Oh, hält die Leiter? Eigentlich nichts weiter da, bis auf solch ein Messer hier und tausende Eimer. Alles voller komischer Plastikeimer. Und vielleicht als kleines Highlight noch ein alter Vogelkäfig. Okay, gehen wir mal lieber wieder runter. Ja. Hey, guck mal, hast du das hier gesehen? Ein uraltes, staubiges Fell von einem Tier. Nee, komm, ab nach draußen erstmal wieder. Dann geht das genauso weiter. Irgendwie echt Messi-artig. Einfach alles reingeschmissen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch schon so war, als hier noch jemand gelebt hat. Aber unsere Vermutung hat sich bestätigt. Der Kumpel von Nini kannte ja hier letztendlich jemanden, der dieses Haus kannte. Wir haben gerade noch mal kurz telefoniert. Weißt du, was mit dem Haus war hier? Soweit wie ich weiß, soll da wohl der Ehemann seine Frau umgebracht haben. Also ich würde da erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und mit dem Wissen ist es hier jetzt natürlich umso kranker unterwegs zu sein. Das heißt, wir sind hier eigentlich gerade auf einem ehemaligen Tatort. Und dann das Hauptgebäude. Ist nicht dein Ernst? Sowas habe ich aber auch noch nicht gesehen. Polizei Land Brandenburg, wer ein dienstliches Siegel beschädigt, ablöst oder unkenntlich macht, wird gemäß § 136 StGB Siegelbruch strafrechtlich verfolgt. Und hier ist auch richtig dieses Siegel dran. Hier steht noch die Dienststelle 2015 als Zahl. Das Siegel wurde gebrochen. Und ihr wisst, warum das Siegel da war. Ich weiß ja nicht, wann dieses Siegel gebrochen wurde, aber vielleicht waren hier gar nicht mehr so viele Menschen da, nachdem das hier... Boah, es stinkt. Es stinkt. Erwähnt hier seine Frau erschossen wurde. Hier hängt übrigens wieder eine Hundeleine. Also irgendwie finde ich es komisch, hier. Ja, ziemlich. Da hinten ist wieder der absolute Messi-Haushalt. Ich sehe hier nur Fliegen, die hier rumfliegen. Hier ist so ein alter Regenhut, ein Rucksack und eine alte Aldi-Tasche. Hier sind noch Schlüssel, ein alter Grill. Hier sind irgendwelche Mineralien für Vögel. Ne? Wir haben gerade die Vogelkäfige gesehen. Mineralfutter und Vitamine für Hunde. Vielleicht ist noch was im Ofen? Nee. Das riecht hier so stark nach Urin. Ah, guck mal, das hier muss aber auch mal abgedeckt gewesen sein. Und ganz ehrlich, das wird ja nicht beim Versiegeln schon so gewesen sein. Es sei denn, die lebten wirklich in extrem widrigen Umständen. Hier ist eigentlich ein gemütliches Wohnzimmer bestimmt mal gewesen. Hier ist ein Kachelofen, ein kleiner. Hier konnte man sich's gemütlich machen auf dem Sofa. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht mal ein Fernseher stand. Und was natürlich auch Fakt ist, dass man hier theoretisch weiterkommt. Ja. Alter, es ist so... Oh, es stinkt so dermaßen hier. Egal, ich gehe hier trotzdem mal lang. Hier waren auch schon andere. Hier hängt so ein Kabel drüber. Da oben liegt ein großer Teddy-Kuschelbär. Und anscheinend sind hier in dem Haus noch gar keine Heizungen. Denn das Einzige, was hier zum Heizen da war, ist dieser alte Ofen. Hier ist irgendwas völlig vergammelt. Alter, was ist das unheimlich ekelhaft hier. Hier sind Müllsäcke überall. Hier ist ein Katzenkäfig, irgendwelche Kleidungsstücke in der Größe S, also eine relativ kleine Frau, die hier mit ihrem Mann gelebt hat und womöglich hier drin erschossen wurde. Keine Ahnung, ob die Umstände damals schon so messihaft waren, aber irgendwas scheint hier absolut nicht gestimmt zu haben in dem Leben dieser Familie. Hier liegt überall Scheiße, auch wo du standest, ne? Ja, Nini ist hier mit Chucks unterwegs. Sehr gut. Ein Raum weiter geht es ja noch genauso weiter. Guck mal, bis zur Decke gestapelter Müll. Scheiße, es riecht aus diesem Raum kommt. Es riecht hier so nach Tod und Leiche, dass man sich's gar nicht vorstellen kann. Leute, hier ist doch safe jemand verwest. Es riecht so nach Pinkel. Ah, guck mal. Hier ist eine Tür mit einem Kabel zugemacht. Oh nee, oder? Doch, what the fuck, aber von dieser Seite. Das Kabel geht hier lang. Hier lang. Und dann hier hin. Und witzigerweise kommt genau aus diesem Raum auch dieser Gestank. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, Alter. Was denn? Hier hat 100 pro jemand gelebt. Hallo? Ist hier noch jemand? Guck mal, Leute. Hier steckt ein Schraubenzieher so hier drin, dass man da durchgucken kann und gucken kann, ob jemand kommt. Genau dafür ist das gedacht. Wartet mal.
Alter! Aber ich meine, da kann ja eigentlich höchstens jemand eingesperrt gewesen sein. Ich komme mir gerade vor, ich glaube, ich stehe hier und komme hier nicht mehr weg. Nee, mal ohne Scheiß jetzt. Was ist, wenn da jemand eingesperrt... Hallo? Wir wissen ja auch nicht, ob das ein Fall war, der aufgeklärt ist. Irgendwann war die Polizei hier. Es gibt das Gerücht, dass hier jemand umgebracht wurde. Es gibt vorne ein Kripo-Siegel, was gebrochen wurde. Und danach hat sich hier vielleicht jemand wieder verbarrikadiert. Ist da jemand drin? Ich werde mich jetzt zur Sicherheit mit Pfefferspray bewaffnen. Leute, sowas passiert nicht alle Tage, ganz ehrlich nicht. Oh Gott, ich habe so Gänsehaut. Ich kann gar nicht hingucken. Man weiß nicht, was da kommt jetzt, ne? Warte. Gib mir mal die Taschenlampe. Bitte, bitte, bitte. Hallo? Hallo? Ist hier noch wer? Ja, hier lebt jemand. Ach du Scheiße. Leute, mein Herz klopft so dermaßen gerade. Oh Gott, ich will hier echt nicht lange bleiben. Hier sind Bilder, Privatfotos, sämtliche Musikgeräte. Hier riecht's auch noch relativ frisch. Der ist bestimmt nicht da und der hat wirklich einen Hund. Oh Gott, wirklich, ohne Scheiße. Ehrlich jetzt, ne? Hier scheint sogar noch Strom zu funktionieren. Es ist sogar kalt da drin. Paul, ohne Scheiße, ich mach mir den Rücken. Der kann ja nur von hinten kommen. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Leute, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ganz ehrlich, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Scheinbar verlassenes Haus, wo im letzten Raum jemand sich eingerichtet hat. Aber warum hängt hier Licht? Warum ist hier so viel Strom, wenn das Ganze doch gar nicht funktioniert? Oder ist das seit 2015 so gewesen? Weil die Uhr da hinten funktioniert auch nicht mehr richtig. Hier sind halt Fahrräder unter der Plane abgedeckt. Theoretisch gibt es hier auch noch eine zweite Etage und einen Keller. Wir wissen nicht, ob hier jemand ist. Geht bei so einer Situation sofort raus. Ich mache das einfach schon so viele Jahre, dass ich anscheinend zu abgehärtet bin dafür. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Hier sind tausende Bilder von Hunden. Hier sind auch genau diese kitschigen Figuren, die man vorne schon überall gesehen hat. Alles voller kitschiger Figuren. Ein Bett, was gemacht ist. Keine Ahnung, wo der gerade hin ist, der hier lebt. Es ist so unheimlich, dieses Werwolf-Ding hier. Gießkannen, die irgendwie abgedeckt sind, weil da vielleicht Trinkwasser drin ist, wo er nicht will, dass da irgendwas reinfliegt. Noch Regenjacken. Das ist komplett eingerichtet hier. Und das ist ein großer Wolf- und Hundeliebhaber. Die Fahrräder sind so nochmal zusätzlich abgesperrt, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, dass hier mal Leute reinkommen könnten. Und witzigerweise eben auch Bilder von einer Frau an der Wand. Was ist, wenn bis vor kurzem noch der Mann selbst hier drin lebt, der seine Frau hier drin umgebracht hat und jetzt so halb Psycho hier weiterlebt? Schreibt gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare, auch gerne eure Theorie dazu. Das Video fing so harmlos an, in Anführungszeichen. Wir sind hier nur durch Zufall vorbeigefahren, das muss man sich mal vorstellen. Und dann findet man hier einfach sowas vor. Ich kann mich echt nicht bewegen, Hast du sowas schon mal erlebt? Nee. Wir müssen hier auf jeden Fall dieses Ding wieder dran machen. Ich will nicht, wenn der hier lebt, dass der das Gefühl hat, dass er hier nicht mehr sicher ist. Weil das ist ein Scheißgefühl. Man weiß ja, ganz ehrlich, ich verurteile den Menschen jetzt. Ich nenne ihn Psycho, aber ganz ehrlich, vielleicht ist der auch einfach in einer Scheißsituation. Hat sich hier ein schönes Zuhause geschaffen. Mag einfach gerne Hunde. Vielleicht hat er hier auch gelebt. Hat kein Geld mehr, hat keinen Strom mehr. Kann die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Und das hier ist seine einzige Unterkunftsmöglichkeit, die er hat. Und das ist immer noch besser als komplett auf der Straße. Ich meine, keiner von uns weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nichts mehr hat, wenn man keine Familie hat, wenn man keinen Halt mehr hat. Und wir tauchen jetzt in eine Welt einmal wieder, die uns absolut nichts angeht. Und ich möchte hier auch weiter die privaten Sachen nicht filmen. Wir gucken jetzt nochmal kurz oben und dann hauen wir hier ab. Gut, ich mache jetzt hier wieder zu. So, ich werde auch gerne vorgehen. Das ist echt eine Situation, die ich so noch nie erlebt habe. Hinter jeder Ecke kann jetzt jemand oder etwas lauern. Hey, dieses polizeiliche Siegel hier, ne, das ist echt der absolute Hammer. Ich muss dazu auch sagen, Nini ist selber auch viel unterwegs und macht Fotos auf Lost Place Locations. Aber ich bin halt völlig geisteskrank, was das angeht. Du wärst wahrscheinlich da gar nicht reingegangen, ne? Es tut mir auch echt leid für alle die, die irgendwann mal auf den Genuss kommen. Für alle die, die jetzt zugucken und sich vielleicht auch kurz in die Hose geschissen haben. Hier kann sonst was passieren. Hier hätte sonst was passieren können und wir sind ja noch nicht runter. Und ich werde auf jeden Fall die obere Etage nochmal aufsuchen. Wo ist jemand heute am Sonntag? Keine Geschäfte an offen. Man kann eigentlich nichts erledigen. Okay, wir sind wieder drin. Wie sieht es denn mit dem Kühlschrank hier aus? Was ist hier los? Und mal wieder den Kühlschrank aufgemacht. Jetzt ist der auch noch offen. Wie sollen wir den denn jetzt wieder zukriegen? Der steht im Weg. Und Rückzug. Der Wind kommt jetzt erstmal vom Zumachen. Wir sind völlig krank, ich weiß.
Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch weitergehen würdet. Ich denke, 90% von allen, die das jetzt in die Kommentare schreiben, würden nicht weitergehen. Und auch ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Hier riecht schon wieder so gammelig. Hallo? Wir wollen nichts Böses. Wir sind hergekommen, um Fotos zu machen. Hier geht's theoretisch die Treppe hoch. Und da oben jetzt hinzugehen, halte ich für eine extrem riskante Situation. Ich komme jetzt hoch. Ah, hier waren die Vögel. Das ist ein reiner Vogelkeller hier eigentlich. Guckt mal, hier hat er die Vögel gehalten. Hier waren die verschiedensten Vögel, aber wenn man da mal reinleuchtet, sieht man auch keine toten Vögel. Hier geht's gar nicht mehr wirklich weiter. Zumindest nicht wesentlich. Man kann sich hier überall verstecken. Alter Schwede. Was für ein Riesengehege hatte der denn hier? Aber die wurden alle mitgenommen. So ist es ja nicht. Also hier hatte sich jemand mal richtig Mühe gegeben, ein richtig schönes Zuhause zu schaffen für die Vögel. Das ist ja fast wie in einem Zoo. Hier war bestimmt auch Futter drin. Das ist leer. Hier ist so ein Kescher für Notfall. Und eine Wärmelampe ist auch da. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keine Ruhe, mir das alles in Ruhe anzugucken. Ich denke, ihr versteht das alle. Es war auf jeden Fall ein großer, großer Tierliebhaber. Nini? Okay. Alter, ich dachte kurz, du bist weg. Ich gehe wieder runter, Leute. Ich kann das hier nicht auf Dauer. Im Keller nochmal gucken. Ja, hier stehen auch überall noch Schuhe, Jacken. Hier wäre jetzt als letztes noch der Keller. Ich komme jetzt in den Keller, falls hier unten jemand ist. Nicht erschrecken. Ich komme jetzt runter. Hier unten liegt ein Kadaver. Hier liegt eine Ente, eine Tote. Hier ist auch nichts weiter. Außer Bierdosen. Jede Menge Bierdosen und Zeitungen. Oh, noch eine Ente sogar. Alter, wurden die hier eingesperrt? Guckt mal. Entenkadaver Nummer 1 und Entenkadaver Nummer 2. Okay, ich glaube, wir verlassen das Haus jetzt. Das ist mir hier alles so unheimlich und das sage ich wirklich selten. So kurz habe ich mich, glaube ich, noch nie in einem Lost Place aufgehalten. Lost Place in Anführungszeichen. Guckt euch das nochmal von draußen an. Dieses Haus, mega unheimlich. Dieser Hof, da vorne der Stall, wo auch die Tür leicht offen steht. Ich weiß nicht, ob die Türen immer offen stehen. Die wird er ja verbarrikadiert haben. Und wenn er es von innen tut, dann käme er von außen dann gar nicht wieder rein. Es sei denn, ja, nee, das funktioniert ja nicht, weil Schlösser, die da funktioniert haben, habe ich nicht gesehen. Hier gibt es ja letztendlich so einen richtigen Trampelpfad da zurück zum Tor. Den wir jetzt auch nutzen werden und hier für immer abhauen und hier sicher nicht nochmal wiederkommen. Gleich ein ganz anderes Feeling, wenn man da nicht mehr drauf ist auf dem Grundstück. Ey Leute, das ist die Gefahr auf dem Lost Place. Das ist immer die Gefahr, deswegen seid immer vorsichtig. Macht euch lieber 10-mal bemerkbar, bevor ihr letztendlich auflauft zu jemandem. Hier gibt es im Wald solche Wege, man sieht es jetzt nicht so richtig, aber hier geht so ein Pfad entlang. Der geht auch da vorne lang und der kommt vom Haus. Ich meine, wenn hier wirklich jemand lebt, dann müssten auch Anwohner immer wieder jemanden gesehen haben. Und es müsste ja aufgefallen sein. Er hat zwei Fahrräder unter der Plane gehabt. Der Kühlschrank war meines Erachtens zumindest nicht warm. Das Essen war frisch da drin. Das heißt, er lebt definitiv regelmäßig jemand. Man kommt jetzt hier raus und dann steht man hier. Alle gucken einen an. Die haben uns auch direkt angeguckt. Das würde doch auffallen und irgendjemand würde mal die Polizei dahin schicken oder so. Weil der darf ja da definitiv nicht wohnen. Hier geht zwar eine Leitung rüber zum Haus. Aber Strom war meines Erachtens nicht an und wenn, dann war die Hauptsicherung aus. Und wo soll die denn da bitte noch gewesen sein? Ja, jetzt sind wir hier nochmal vorm Haus. Theoretisch wäre da noch ein Eingangstor. Sieht aber auch ziemlich zugewachsen aus. Ja, man will jetzt hier auch nicht so offensichtlich filmen, wo all die... Ja, es hat aber tatsächlich jemand dahin geschrieben. Betreten verboten, Privatgelände. Sowas habe ich selten erlebt. Nee, es gibt keinen Eingang zu diesem Haus. Das finde ich auch so komisch. Der offizielle Eingang damals war da, das Tor. Und dann bist du hier übers Grundstück gefahren. Es fällt einfach auf. Es fällt auf, dass hier was ist. Und anscheinend interessiert es trotzdem niemanden. Das Auto ist auf Google Maps, wir haben gerade mal geguckt, schon Ewigkeiten da drauf. Es gibt da so Teile, die sehen extrem neu aus. Und dieses Zimmer, ganz klar, das hat auch... Das Zimmer hat nicht schlecht gerochen, ganz ehrlich. Aber auch nicht nach einem Mensch, der sich nicht pflegt. Das hat gerochen wie ein Zimmer, was mal gelüftet werden könnte. Mehr aber nicht. So, jetzt sollte die Kamera aber richtig eingestellt sein. Zumindest sollte man mich jetzt so richtig sehen. Es sind ein paar Tage vergangen nach diesem ganzen
Wirrwarr. Nach der Frage, wer wohnt in dem Zimmer, was ist dort geschehen? Und ganz ehrlich, die Frage kann ich euch nicht zu 100% beantworten, doch wir haben recherchiert und recherchiert und sind zum Schluss gekommen, das, was wir gedacht haben, ist dort nicht passiert. Denn das, was da passiert ist, liest sich in einigen Artikeln ganz deutlich. Der erste Artikel ist zum Beispiel von 2006. Razzia in der Hundehölle. Alleine das reicht doch schon, um zu verstehen, was dort passiert sein könnte. Denn diese Frau wurde das erste Mal so richtig in den Medien aufmerksam, als 2006 eine riesige Razzia durchgeführt wurde. Die Frau, die dort gewohnt wurde und im Übrigen als kleiner Funfact 2015 tot in ihrem Haus aufgefunden wurde, in dem wir waren, nachdem sie mehrere Wochen dort geschimmelt hatte und vielleicht sogar von ihren eigenen Hunden aufgefressen wurde, zumindest teilweise. Darüber lassen sich aber weitere Informationen nicht finden. 2006 also wurden 200 Tiere befreit, 7 mit Todesspritze erlöst. Überall liegen Knochen und Tierschädel. Im Haus das Gerippe einer ganzen Kuh. Apathische Hunde irren dazwischen umher. Gestern stürmt die Polizei und Feuerwehr den Hof der Frau, die mehr als 200 Hunde dort gehalten haben soll. Die Halterin kam sofort in eine psychiatrische Klinik. Am Morgengrauen rückte das Großaufgebot an, unterstützt von Hundefängern. G.V., 62 Jahre, zu diesem Zeitpunkt schon alt, wurde sofort in die Klinik gebracht, wo sie versorgt wurde, kam auch später zurück und züchtete anschließend schon wieder dort Hunde. Wieder über 100 sollen es gewesen sein, dieses Mal allerdings, und dieser Fakt ist wichtig, mit einem, der ihr geholfen hat. Und genau dieser jemand wurde nie für irgendetwas verurteilt. Sie war ja tot, er wusste von nichts, hat die Frau dann wohl gefunden in dem Haus, nachdem sie dort tagelang vermodert lag, hatte selber wohl zeitweise in einem Wohnwagen gelebt. Sie alle lebten in Wohnwagen und auch von einem weißen Wagen, in dem später über 40 Welpen gefunden wurden, war die Rede, den wir ja vor dem Haus gefunden hatten. Dieser Mann könnte doch dort gelebt haben, oder nicht? Ich finde das Ganze so unfassbar gruselig. Was ganz klar ist, dass diese 71-jährige Frau dann am Dienstagnachmittag 2015 dort tot aufgefunden wurde, völlig verwest und stinkend in ihrer Wohnung, wir dort auch rumgelaufen sind und allein dieser Gedanke extrem gruselig ist. Schreibt in die Kommentare, sollen wir nochmal dorthin zurück und diesen Fall weiter aufklären und irgendwie herausfinden, wer lebt auf diesem Grundstück? Ist es vielleicht der Helfer? Kann der uns Informationen mitteilen? Was war dort früher wirklich los auf diesem Hof? Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn wir dorthin zurück wollen, und schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich würde erstmal sagen, an der Stelle bin ich raus, bleibt Frauen gesund und lebt euer Abenteuer und macht sowas hier auf gar keinen Fall nach. Tschüss.